So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich baue heute das Schloss bei der Beifahrerseite aus. Heute ist ein bisschen hier Verkehr und Stress auf der Straße, deswegen filme ich ja nicht so viel. Und wir tauschen jetzt das auf der Beifahrer und dann gucken wir, ob das mit dem Abschließen funktioniert. Und dann denke ich, wird das ein relativ kurzes Video, weil ich vorhabe, demnächst eine Holzplatte hinten reinzubauen und die Heckklappe zu cleanen. Das wollen wir als nächstes tun oder probieren, wie auch immer. Und dafür brauche ich einfach ein bisschen Zeit und habe jetzt auch gerade keinen Platz dafür gerade. Und genau, deswegen teilen wir das jetzt so auf. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis gleich. So, wir haben jetzt hier nochmal ein neues Schloss verbaut. Nur, ist ein bisschen hell. So, hier ein neues Schloss verbaut, aber Problem ist irgendwie, bringt halt gar nichts, wie immer. So, Tür geht zu. Dann haben wir diese Türgriff, haben wir auf einmal geschrottet. Geht nicht mehr ganz rein. Weiß nicht, was passiert ist. Die Tür geht aber sofort auf, also ist super. Bisschen schnell, da muss ich den Zug hier hin noch ein bisschen weiter zurücksetzen, da schwingt zu sehr auf Spannung. Die Tür geht direkt sofort auf. Das ist der erste. Dann haben wir den Kofferraum zusammengebaut hier wieder. Wunderschön, alles wieder zusammen gemacht, weil der Motor jetzt ja wieder funktioniert. Da hinten drin. Und dann demonstrieren wir euch einmal das Abschließen. Wir machen Kofferraum zu. So, Kofferraum zu. Jetzt wir nehmen den Schlüssel, stecken hier rein. Zack. Und jetzt, wenn ihr hören Geräusche vielleicht. Da hört ihr bei Aufschließen. Da will er alles machen, er blinkt auch und alles, aber bei Zuschließen passiert nichts. Einfach immer noch nichts. Wir haben dieses Schloss neu, da drüben Schloss neu. Meint ihr jetzt, es könnte an Heckklappe liegen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hier, bitte gucken. Blinkt, also aufmachen kann er. Nur die Tür geht hier witzigerweise nicht auf, also ist wieder Katastrophe. Von innen öffnen, da ist gerade das Gegenteil mit dem Zug. Da müssen wir den Zug weiter rausnehmen, dass er mehr greift. Wir haben ein neues Steuergerät. Kann es sein, dass man den ganzen Scheiß anlernen muss? Erzählt mir das mal bitte. Wir schließen jetzt mal kurz das alte Steuergerät an und gucken dann, was dann passiert. Bis gleich! So, wir haben neue andere alte wieder angeschlossen, der sollte die ja kennen. Probieren wir das nochmal. Nö. Wolle nichts machen, diese. Dann zu, dann zu. Aber er schließt auch Kofferraum nicht ab. Also Kofferraum offen. Nichts passieren. Türe offen. Nichts passieren. Nichts passieren. Warum nichts passieren? Warum? Nichts verstehen diese. Aufmachen diese. Nehmen wieder. So. Ah. So, also. Ich bin jetzt dann so langsam am Verzweifeln mit diesen Schlössereien und Abschließereien und Sicherheiten und Zentralverriegelungen und wie auch immer. Ich will jetzt wirklich gern helfen oder sagt ihr einfach, ich soll einfach nochmal eine Heckklappe noch tauschen und dann gucken, ob es dann funktioniert. Ich kann es mir jetzt fast nicht vorstellen. Ich meine, gut, okay, das Ding war offen, da ist Wasser reingelaufen. Könnt's mir schon fast vorstellen tatsächlich, aber... Hä? Ich werde es wohl jetzt bestellen und dann austauschen und dann gucken wir halt mal, ob das Ganze was bringt. Ja, das war's, glaube ich. Die Optik habe ich das letzte Mal doch gesehen. Fällt mir gerade ein. Habe ich das doch noch gezeigt. Und sonst habe ich eigentlich gerade nichts mehr. Weil ich immer noch mit dem Problem am Kämpfen bin. Was mir noch eingefallen ist, ich habe die Thermosicherung habe ich auch noch getauscht. Thermosicherung habe ich gegen eine normale 30 Ampere Sicherung kurzzeitig getauscht gehabt, weil mir gesagt wurde, dass das funktioniert. Und hat aber auch nichts gebracht. Also an der liegt es eigentlich auch nicht. Soweit ich weiß. Außer ihr sagt jetzt, das geht nur mit einer Thermosicherung. Dann wäre das natürlich wieder was anderes, da muss ich mir da eine besorgen. Aber sonst wüsste ich leider nicht, woran es liegt. Ne, da bin ich jetzt glaube ich raus. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, das wäre echt mega wichtig und echt super auf jeden Fall. Schreibt es bitte in die Kommentare unten, ich bin über jeden Tipp dankbar. Und dann würde ich sagen, sind wir leider schon wieder am Ende des Videos, ey. Ist schon wieder gar nichts passiert, ey. Nicht mal was vom Schrauben gesehen. Jetzt habt ihr nicht mal die Schrauben mit aufgenommen, weil ihr das letzte Mal schon gesehen habt. Es wird echt tragisch mit diesem Fahrzeug, ich merke das schon. Merkt es echt schon, aber ist egal.
Ihr seid treue Zuschauer, ich weiß das. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und dann habe ich hoffentlich alles soweit vorbereitet, dass wir die Heckklappe klingen können. Und hoffentlich ist auch cooles Wetter, damit wir das auch, dass ich die auch mal demontieren kann und so. Oder wir lassen sie drauf. Mal gucken, wie wir es machen. Und ja. Das war's dann erstmal. Haut rein. Ciao!